So, hallo zusammen, wir haben lange nichts mehr voneinander gehört. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn dieses Video heute wird ein kleines Abschiedsvideo. Nicht von mir, aber von diesem wunderschönen Auto, denn dieses Auto steht ab sofort, ich mache es euch auch in die Videobeschreibung rein, zum Verkauf. Warum tue ich das? Ich werde aller Voraussicht nach einen Dienstwagen übernehmen. Und von daher muss ich mich jetzt leider von meinem Ateca nach 4 Jahren oder fast 4 Jahren trennen. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge, ein neues Kapitel beginnt. 48 Videos später, 5600 Abonnenten, 2 Millionen Klicks auf die Videos. Da sage ich von mir aus einfach nur an euch absolut einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Support. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ja, was ist euer Lieblingsvideo gewesen? Wo habt ihr die meisten Schlüsse draus gezogen oder für euch die meisten Erfahrungen gemacht? Das würde mich sehr freuen. Es geht weiter auch auf diesem Kanal. Nicht sofort, aber bald mit einem anderen Auto. Schauen wir mal, was es wird. Ich werde hin und wieder auch mal wieder ein Auto zum Testen bekommen. Doch jetzt geht es erstmal darum, dass er hier in gute Hände kommt. Ja, und ich hoffe, dass vielleicht einem von euch das Auto gefällt, dass ihr vielleicht sagt, pass auf, dieser Ateca, der glaube ich so transparent wie kein anderer ist, ja, wäre vielleicht einer für mich. Und wir gehen einfach mal so ein bisschen außen rum und gehen gleich auch noch mal nach drin, gucken, was hat er denn alles für eine Ausstattung. Ich kann euch beruhigen, er hat eine Vollausstattung. Von daher gibt es da eine Menge zu erzählen. Ich versuche es relativ kurz zusammenzufassen und wünsche euch erstmal viel Spaß jetzt beim Video. Ja, Nevada Weiß haben wir als Farbe und es ist natürlich die FR-Ausstattung. Er ist 4/2018 zugelassen, kein Import oder irgendwas anderes. Das Auto ist von mir erster Hand. Ihr seht es bereits, die FR-Ausstattung hier mit dem Chrom im Kühlergrill drin, den LED-Scheinwerfern, den LED-Nebelscheinwerfern, die dabei sind. Ja, was für mich immer besonders cool ist, finde ich, das Panoramadach, was über das ganze Fahrzeug geht. Das möchte ich auch nie wieder missen. Die anklappbaren Außenspiegel. Ihr habt hier, das sind meine Winterfelgen übrigens, das sind die vom Excellence, glaube ich, die 18 Zoll. Da sind meine Winterreifen drauf und es gibt natürlich einen zweiten Satz dazu mit den Original FR-Felgen, auch 18 Zoll als Sommerreifen. Ja, ich habe zusätzlich noch, das seht ihr hier, mich für das Chrompaket, das Silberpaket entschieden seinerzeit. Normalerweise sind die schwarz, auch die Rahmen hier in den Türen sind normalerweise schwarz. Ich fand das Chrom einfach schöner. Ja, gratis dazu gibt es natürlich nur original, ne? Diesen Aufkleber, der ist natürlich dabei. Wir haben die elektrische Heckklappe mit virtuellem Pedal, die am Auto dran ist. Wir haben den Ladekantenschutz, der mir hin und wieder schon mal echt den Allerwertesten gerettet hat, muss ich wirklich sagen. Das ist auch ein Original-Ladekantenschutz. Wir haben die Anhängerkupplung, das ist auch nochmal ganz wichtig, gerade auch für Fahrradträger. Oder vielleicht diejenigen, die öfter Anhänger fahren oder einen Wohnwagen bei euch haben, die ist natürlich dabei. Zusätzlich habe ich hier, das ist serienmäßig nicht dabei, den Trailer Assist freigeschaltet. Heißt, ihr könnt hier auch mit Trailer Assist dieses Auto fahren. Ja, unfallfrei, das versteht sich natürlich von selber. Hier ist nie etwas nachlackiert worden oder sonstiges. Dieses Auto geht auch nochmal zum Aufbereiter, bevor vielleicht auch einer von euch dieses Auto übernimmt. Das ist Ehrensache natürlich. Kratzer, Beulen, Dellen, das ist mir alles nicht bekannt hier an dem Auto. Da ist wirklich nichts dran. Wir gehen auch noch einmal zur anderen Seite, dass ihr das auch noch einmal seht. Schauen wir uns mal die Beifahrerseite an. Auch hier alles in Ordnung. Lack im perfekten Zustand. Ihr seht, hier ist wirklich kein einziger Mangel in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Dieses Fahrzeug ist scheckheft gepflegt von einer VW-Werkstatt, geht nächste Woche nochmal zum Ölwechsel, zur Inspektion. Ich gucke nochmal, weil noch Garantie drauf ist, was kann ich entsprechend noch machen lassen? Gibt es irgendwas, was ich machen lassen muss? Ja, das ist eine gute Frage, weil bisher habe ich nämlich gar nichts machen lassen, außer den Fensterheber, glaube ich, an der Fahrerseite, der immer nicht ganz zuging. Das war relativ am Anfang. Das habe ich mal machen lassen. Ansonsten ist dieses Auto vollkommen mängelfrei gewesen. Ich habe nie irgendeinen Schaden, eine Reparatur oder irgendwas anderes an diesem Auto gehabt. Heißt, ihr erhaltet ein super ehrliches Auto. Ich habe es unten in der Videobeschreibung drin mit den entsprechenden Anzeigen. Und vielleicht findet es ja von euch einer gut und sagt, ey, pass auf,
den Ateca vom Nipa G, den möchte ich gerne haben, kann gerne natürlich besichtigt werden, Probefahrt, er ist angemeldet, ihr seht das, TÜV haben wir bis Juni 23, genau, ist alles noch da, wie gesagt, er geht jetzt nochmal zur Inspektion, zur großen Wartung, auch in einer VW-Werkstatt, das ist alles nachvollziehbar, digitales Serviceheft, alles ist vorhanden. Und ich würde sagen, jetzt lasst uns doch mal zusammen in den Innenraum gehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht zu sehr spiegelt. Ihr seht es bereits hier unten. 54.000 Kilometer ist dieses Auto jetzt gelaufen. Ich habe damals, oder war einer der Ersten, der das virtuelle Cockpit damals bekommen hat. Das habe ich extra nochmal umbestellt. Fahrassistenzpaket 5 ist drin, das heißt volle Hütte, was Fahrassistenzpakete angeht. Da seht ihr hier unten auch am Wahlhebel natürlich Sprachnavigation bzw. Steuerung auch über Siri, Apple CarPlay, Full-Link, Android Auto, alles dabei. Die große Head-Unit ist dabei, natürlich mit Navigationssystem, Kartenmaterial auf dem aktuellsten Stand, nagel mich nicht fest, ich glaube es ist September oder Oktober 2021. In diesem Auto ist eine Standheizung verbaut mit Fernbedienung, da liegt noch mein Dyson vom Saugen eben gerade. Wir haben die USB-Ladebuchsen hier, hinten haben wir USB-C im Fond als Ladebuchsen. Standheizung ist da, wir haben eine 360-Grad-Kamera, wir haben den Parklenkassistenten, das habe ich alles in meinen Videos vorgestellt. Alles hier vorhanden im Auto, alles mit dabei. Natürlich den dunklen Dachhimmel, was ich immer sehr schön finde, abgesetzt durch das Panoramadach. Und ihr seht jetzt mal, ich gehe mal bis nach hinten durch und da gibt es auch keine Probleme mit Feuchtigkeit oder irgendwas anderem. Also hier ist wirklich alles an Bord. Gucken wir uns die Sitze an. Die habe ich jetzt noch nicht komplett gesäubert, aber es soll ja auch ehrlich sein, das Ganze. Da gehe ich gleich mit dem Sauger nochmal drüber. Es ist nichts an den Sitzen dran, an den Sitzwangen dran. Das ist dieses Velour hier entsprechend, was ich persönlich sehr schön finde. Ich habe mich bewusst gegen Leder entschieden. Und ja, seht selbst, absolut guter Zustand. Fällt mir gerade noch ein, Sitzheizung, alles weitere natürlich mit dabei, das ist überhaupt keine Frage. Es ist natürlich ein Automatik, DSG-Getriebe, wir haben die Schaltwippen am Lenkrad mit dabei. Also ihr seht, hier fehlt es wirklich an gar nichts in diesem Auto. Und mich persönlich würde es wirklich riesig freuen, wenn dieses Auto einen würdigen Besitzer oder Nachbesitzer bekommt. Ich habe es, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, ich glaube, ein ehrlicheres Auto, was so klar verfolgt wurde, wo meine Erfahrungen gepostet wurden, wo die ganzen Funktionen erklärt werden, das findet ihr so schnell nicht wieder. Ihr wisst, woher kommt es das Auto, von wem kommt es das Auto. Da ist nichts dran, kein versteckter Mängel oder irgendwas anderes. Schaut doch einfach mal vorbei, ich habe es unten in die Videobeschreibung reingepackt. Schreibt bitte in die Kommentare, ja, welches Video hat euch am besten gefallen, was hat euch am meisten geholfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt. Mal gucken, was kommt. Da lasse ich mich selber auch so ein bisschen überraschen. Ansonsten wünsche ich euch, so wie heute, ein schönes sonniges Wochenende, meine Lieben. Und wir sehen uns bald wieder. Dann vielleicht nicht mehr Ateca kurz erklärt, aber dafür mir nochmal Daumen nach oben. 50 Videos, 2 Millionen Klicks. Das ist wirklich schon Granate, auch den Support von euch, das muss ich wirklich sagen. Vielen, vielen Dank an der Stelle und wir sehen uns wieder und ich sage auf Wiedersehen, bis bald und ciao.